Leonardo Grashoff, 66,5 Kilo, Grizzly Jim Schönebeck. Da kommt er. Noch ein bisschen cooler Typ. Stylisch. Außergewöhnliche Frisur auf jeden Fall. Ja. Scheint ein kreativer Junge zu sein. So, jetzt wird einmal noch der Helm getauscht. Die Größe war ein bisschen zu groß. Jetzt ist der richtige da. Ich glaube, zu klein war es gewesen. Zu klein war es? Ja. Und sein Kontrahent Maurice Anschutz aus dem La Familia Fight Club Erfurt. Bis 66,5 Kilo kämpfen die beiden Jungs. Auch hier 3x2 Minuten. Maurice Anschütz. Ja, auch La Familia Erfurt. Wunderbar. Können wir ein bisschen was erwarten jetzt hier. Weit angereist. Soll ja nicht umsonst gewesen sein, ne? Wir wünschen Ihnen das Beste. Wir wünschen Ihnen das Beste, auf jeden Fall. Runde 1. Wir freuen uns auf eine spannende erste Runde. Eieieiei. Hier gibt es erste Hinweise, das Bein darf nicht festgehalten werden. Beim Thai-Boxen erlaubt, beim Kickboxing nicht. Beide Jungs gut durchtrainiert, kaum Körperfett. Der Leo will hier ein schnelles Ende machen, habe ich den Eindruck. Ich denke auch. Oh. Sehr harte Treffer. Für die Gewichtsklasse auf jeden Fall. Da siehst du, da hat er eine tolle Frisur, aber es hat auch dementsprechend Dampf in den Fäusten. Ne? Vielleicht macht sie Frisur. Genau. Die ist nochmal der Tod. Da machen wir was falsch. Da machen wir was falsch. Ich brauche neue Frisur. Nee, das macht er. Ein bisschen steif noch so, als Amateur noch so, noch nicht so viel Erfahrung. Aber er macht das schon sehr gut. Ah, zu lange Klammern am Kopf, das ist nicht erlaubt. Atmen, anfangen. Ja, okay. Dem Maurice Anschütz fehlt noch so ein bisschen die Antwort auf das Ganze, was er hier abkriegt. Sehe ich ganz genauso. Der muss ein paar harte Treffer einstecken. Und da legt er sich gleich auf den Boden. Leonardo muss schauen, wenn er die Runde nicht zu Ende bringt mit dem K.O., dass er in der zweiten, dritten Runde noch Puste hat, wenn er weiter so macht. Wieder das Bein festgehalten, will er kurz abstreiten, aber der lässt der Referee nicht mit sich streiten. Ja, nochmal!
So, die letzten 10 Sekunden. Leonardo geht nochmal nach vorne. Ein paar Hände waren auf jeden Fall im Ziel. Im Ziel. Und das war die erste Runde. So ein gesprungener Frontkick, der nimmt ja auch auf Dauer ganz schön Luft. Weil wenn einmal wieder in den Bauch trifft. So. Du, das ist eine athletische Leistung. Das ist vielleicht manchmal mehr Energieverbrauch als Nutzen. Ich kann mir das nur ansehen, weil ich bin so alt, ich kriege das Bein nicht mehr so schnell und so oft hoch. Aber das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Gute Stimmung hier im Elite-Studio. Die Hütte ist voll. Gelassene Atmosphäre, würde ich sagen. Wa? Gelassene Atmosphäre, auf jeden Fall. Alle doch recht interessiert auch an Kampfsport. Es gibt hier und da ein paar nette Gespräche. Aber die ersten Leute stehen schon, weil sie keinen Platz mehr gefunden haben zum Sitzen. Schöne Veranstaltung. Und mal keine Nachtveranstaltung, mal tagsüber. Ja. Mal hier schön nachmittags, ist eine echt eine tolle Veranstaltung. Auch für die Familie, ne? Man kann ja auch mal so mit Frauchen und mit Kind herkommen. Genau. Und auch für uns beide, dass wir die ganze Nacht nicht durcharbeiten, sondern mal. Da müssen wir nicht den Nachtzuschlag verlangen, sondern können ganz normale Tarife berechnen hier. Ja. So, weiter geht's. Runde 2. Leonardo geht nach vorne. Leonardo bleibt dabei. Der geht und geht und geht. Der so, will den K.O. Den wird er sich auch holen, wenn es weiter so geht. Viele gerade Hände, die treffen. Eieieiei, das war fast und, wieder festgehalten. Das wäre dann die dritte Ermahnung gewesen. Das könnte dann langsam aber es war den kurz. Referee zu bunt werden. So, jetzt gab es einen Tritt, der ging etwas zu... Nicht mit Absicht, würde ich behaupten. Nicht mit Absicht, genau. Ist trotzdem schmerzhaft, natürlich. Man braucht mal eine Sekunde. Man gibt den Kämpfer, um alles wieder in Ordnung zu bringen und sich zu fokussieren auf den Kampf. Was hältst du vom Hüpfen? Das ist ein Mythos. Ich behaupte, das ist ein Mythos. Glaube ich auch. Das ist wirklich, was bringt jetzt, die Tiefschläge irgendwie besser wegzustecken, will ich mal bezweifeln an der Stelle. Aber es ist gang und gäbe im Kampfsport, einfach mal festzuspringen. Schon wieder der Frontkick. Hat er einige von abbekommen, schon ganz rot war. So, Maurice muss auf jeden Fall ein bisschen mehr machen, um die Dinger noch für sich zu gewinnen. Ja. Leonardo macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Ja, und mit Festhalten. Das war nett. Hat ihn noch zu Boden gebracht. Ja. Hat den sanft zu Boden gelegt. So, beide Jungs mögen irgendwie die Frontkicke, die Frontkicks. Da kommt gerade von Maurice eigentlich nichts anderes viel mehr außer der Frontkick nach vorne. Jetzt hat er noch mal ein paar harte Hände hinterhergebracht. Eieiei. Man muss das sagen, aber fürs Kickboxen ist das auch irgendwie ein Klassiker, der Frontkick. Ne? Also Kickboxen schon, viele Frontkicks und schöne lange Hände. Ich sag immer, der Frontkick ist der Jab der Füße. Ja. So, die letzten 10 Sekunden der zweiten Runde. Nochmal eine gute 1-2-Kombo von Leonard hier am Ende getroffen. Ja, wenn es so weitergeht, geht der Leonard auch glücklich nach Hause. Das könnte man so unterstreichen. Also der Maurice müsste ihn jetzt schon K.O. schlagen, dass er hier gewinnt und den Sieg mit nach Hause nimmt. Da muss er jetzt was tun. 2 Runden, das war ein bisschen wenig, obwohl er sich sehr viel Mühe gegeben hat. Auch gute Aktionen gebracht hat, aber Leonardo hat ein bisschen mehr gearbeitet und öfter getroffen. Leonardo Grasshoff. So, jetzt kommen wir gleich zur letzten Runde. Runde 3. Los geht's. Ja, gut, gut. 17, gut. Rechte. Ja, schöner auf der Zack.
Schritt nach rechts. Stopp! Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Raus da. Hier schön die Ecke. Rein. Anfang, Lucke. Push, so, genau so. Und nochmal. Harter Low-Kick hier von Leonardo. Maurice deutlich gekennzeichnet, rote Stellen am Oberkörper. Gute Hände, jetzt gab es wieder. Ah, ja. Konnte ich nicht richtig sehen, ob der wirklich zu tief war, der Kick. Und jetzt nochmal, komm, komm, komm! Wieder hin, jawohl! Und Deckung! Jawohl, Uri, schön! Gut, jetzt bestimmt. Ganz gut. Fein! Super. Deckung umlassen! Leonardo geht nach vorne. Unaufhaltbar. Maurice hat noch keine richtige Antwort dagegen gefunden und so langsam spielt auch hier wieder die Ausdauer den entscheidenden Faktor. Anboxen und Deckung rumlassen. Jawohl, ruhig, einfach ruhig jetzt das Ding. So, kurzes Time out. Unser Ref gibt Maurice eine kleine Verschnaufspause. So, die letzten 20 Sekunden. Ein Schritt zurück und wieder anfangen. Deckung oben lassen, Deckung oben lassen, nicht zu wild. Und zieh! Die letzten Sekunden der dritten Runde. Maurice versucht hier noch mal ein paar Knie zu bringen. Ein bisschen lange geklincht. Die Knie waren leider auch nicht so wirkungsvoll. Mehr ein Festhalten wie so ein Kicken mit den Knien, ne? So. Etwas halbherzig, aber. Aber er hat sich Mühe gegeben, muss man sagen. Er hat sich Mühe gegeben, genau. Können wir so stehen lassen. Jetzt kommt die Verkündung, wer hat gewonnen. Eine Überraschung wird es wahrscheinlich nicht sein. Beide gut gekämpft, beide sich Mühe gegeben. Genau. Es muss einen Gewinner und leider auch einen Verlierer geben. Ja. Leonardo Grosshoff kann diesen Kampf für sich entscheiden. Grasshoff. Kann den Kampf hier für sich entscheiden. Alles Gute hier auch von uns an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Aus dem Grizzly Gym Schönebeck.